Привіт, любі колядники Аугсбурга. Мене звати Катруся, а це Остап. Ми живемо біля Аугсбурга і належимо до української громади. Наші батьки звели спілку українців та українську школу в Аугсбургу. Wir haben gehört, dass die Sternträger in diesem Jahr für notleidende Kinder in der Ukraine sammeln. Deshalb wollen wir jetzt zu Bischof Bertram gehen und ihn fragen, ob das stimmt. Kommt ihr mit? Hallo Herr Bischof, stimmt es, dass die Sternsinger in diesem Jahr notleidende Kinder in der Ukraine unterstützen? Ganz genau, denn Ukraine ist dieses Mal das sogenannte Beispielland. Jedes Jahr greift das päpstliche Kindermissionswerk in Aachen ein Land ganz besonders heraus und dieses Mal ist es die Ukraine. Was genau heißt das? Wie wird Ihnen geholfen? Ich glaube, dass ein ganz großes Thema der Sternsinger-Aktion ist, Kinder helfen Kindern. Das heißt, ihr seid junge Leute, junge Menschen, und ihr schaut darauf, dass es Kindern und Jugendlichen in Ländern, in denen es ihnen nicht so gut geht, dass ihr da helfen könnt. Und in der Ukraine, in eurem Heimatland, versuchen wir in den Projekten ganz besonders auch Kindertagesstätten oder Schulprojekte zu unterstützen. Ich denke an ein Haus der Kinder in der Ukraine, das ein ganz, ganz großes Projekt ist. Ein Haus, in dem besonders Kinder versorgt werden, wo sie in die Schule gehen können, wo sie auch geformt werden, wo sie was lernen können, weil es einfach die Eltern so nicht schaffen können. Und deshalb finde ich, ist es ganz toll, dass ihr als Sternsinger bereit seid, auch Altersgenossen in der Ukraine heuer ganz besonders zu helfen. Waren Sie selber auch schon mal Sternsinger? Ich war ein begeisterter Sternsinger. Als ich Kind war, in Kaufering bei Landsberg, auch hier in der Diözese Augsburg, da gab es viel mehr Kinder und Jugendliche, die Sternsinger machen wollten, als es überhaupt Gruppen gegeben hat. Und so habe ich auch eine echte Sternsinger-Karriere hingelegt. Beim Sternsinger-Quiz geht es darum, 5 Fragen rund um die Sternsinger-Aktion und um die Situation der Kinder in der Ukraine zu beantworten. Deine Teilnahme lohnt sich für die Kinder, die vom Kindermissionswerk weltweit unterstützt werden. Denn für jede Person, die am Quiz teilnimmt, spendet die Abteilung Weltkirche 5 Euro. Und falls wir es schaffen, dass über 200 Personen am Quiz teilnehmen, legt unser Bischof Dr. Bertram Mayer nochmals 1000 Euro Spende drauf. Also macht mit bei dem Quiz, es lohnt sich. Alle Informationen zu dem Quiz findest du auf der Homepage des Bischöflichen Jugendamtes. Ich glaube, wir machen jetzt mal die Sternsinger-Rakete. Ihr könnt auch mitmachen. Erst strampeln wir auf dem Boden. Dann tun wir die Hände nach oben und dann rufen wir, los geht's. So geht's also. Und jetzt geht es los!